trotz der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Kreistag unseres Innenkreises war unsere CDU-FDP-Fraktion der Stabilitätsanker. Wir haben erreicht, dass die Kreisumlage nicht überproportional steigt, damit unsere Kommunen auch weiter investieren können. Weiter Geld für ihre Feuerwehren, für ihre Vereine und natürlich für ihre Investitionen haben. Hier in der Technischen Universität in Ilmenau wird bald der erste autonom fahrende Bus in Deutschland im Linienverkehr unterwegs sein. Und dafür hat sich die CDU-FDP-Fraktion stark gemacht, damit dies kommt, weil wir an den Zukunftsthemen für den Ilm-Kreis dran sind. Wir wollen, dass im ÖPNV im ganzen Kreis gute Verbindungen herrschen. Dafür haben wir uns eingesetzt, aber auch zum Beispiel für gute Digitalisierung an Schule, weil das für uns auch eines der wesentlichen Zukunftsthemen ist, für was wir uns stark machen. Und da hat die Landrätin bisher zu wenig geliefert. Deswegen sind wir dort Taktgeber. Genauso wie für das Thema E-Mobilität. E-Mobilität ist uns wichtig, weil das auch in Zukunft bestimmen wird, ob wir an den Themen der Zeit dran sind. Da machen wir uns stark und da geben wir eben auch den Takt vor für unsere Wirtschaft, für die Menschen im Kreis. Gute Lernbedingungen sind uns wichtig. Wir stehen hier an der alten Penne, die jetzt Regelschule am Schloss Neideck heißt. Und wir sind als Kreistag nicht zuständig für Lerninhalte oder Personal, aber für die bauliche Hülle. Und deswegen haben wir uns eingesetzt, dass auch hier 6 Millionen Euro investiert worden sind, um die Lernbedingungen optimal zu gestalten. Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Und jetzt stehen wir im Schulhof dieser schön sanierten Schule. Aber das hier geht gar nicht. Hier hat man einfach vergessen, die Turnhalle mit zu sanieren. Die Schüler laufen jetzt durch die halbe Stadt, um zum Turnunterricht zu kommen. Liebe Frau Landrätin, darüber werden wir noch einmal reden. Mir als Bürgermeisterin der Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau und langjährigen Kreistagsvorsitzende liegen unsere Städte und Gemeinden besonders am Herzen. Denn wirtschaftlich und finanziell starke Städte und Gemeinden bilden das Fundament unseres Kreises. Hier gilt es, einen Ausgleich zwischen den Interessen beider Seiten zu finden. Und so habe ich meine Kreistagsarbeit auch immer verstanden, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen zu finden und am Ende einen Kompromiss, mit dem alle leben können, zu erlangen. Davon lebt unsere Demokratie im Kreis. Bewegung hält fit, auch für die Arbeit im Kreistag des Ilmkreises, des schönsten Landkreis Thüringen in der CDU-FDP-Fraktion. Wir brauchen ohnehin langen Atem für die Herausforderungen in den nächsten Jahren. Mich beschäftigen vor allem die Auswirkungen des demografischen Wandels für die Versorgung mit sozialen Dienstleistungen im Ilmkreis. Dafür brauchen wir neue Konzepte, neue Strukturen, vor allem aber auch die Unterstützung und Stärkung der vielen, vielen Vereine im Ilmkreis und natürlich Abbau unnötiger Bürokratie. Und als ordnungspolitisches Gewissen der CDU-FDP-Fraktion im Kreistag sage ich natürlich auch mehr Arbeit mit Menschen als mit Formularen. Also wir haben schon einiges geschafft in dieser Legislaturperiode, doch wir müssen weiter anpacken. Wir müssen weiter investieren in Schule und Bildung, wie hier in unserer vielleicht neuen Volkshochschule. Dafür werden wir uns einsetzen für eine bessere Zukunft in unserem Ilmkreis.